Hallo und willkommen zu einem kurzen News-Update für euch von den Starlight Nomads. Ich will ganz kurz euch darüber informieren, was es denn mit dem Server-Vibe auf sich hat, der auf uns zukommt. Wenn euch gefällt, was wir auf diesem Channel machen, abonniert ihn, lasst uns ein Like da, kommentiert ihn, wir freuen uns über jedes Feedback. Längere Zeit galt es ja schon als Gerücht bei den Spielern, dass uns ein Vibe erwarten wird mit der 3.15. Und zwar aufgrund von iCache. Befeuert wurde das Ganze auch noch durch CIG, dadurch, dass im Launcher seit der 3.13 ein Fenster aufploppt, das uns daran erinnert, dass theoretisch immer wieder mal Vibes kommen können. Ja, und jetzt ist es also soweit. Gestern wurde es offiziell verkündet über das Spektrum von CIG, dass uns mit der 3.15 zu iCache tatsächlich ein Vollvibe erwartet. Doch ich will euch nicht nur jetzt hier informieren, dass er kommt, sondern auch für die, die das noch nicht kennen, was das ist, kurz erklären, was das denn bedeutet. Ein kompletter Vibe der PU-Server bedeutet für uns, dass wir alles, was wir in unseren Inventaren besitzen, verlieren. Das heißt, wir werden keine Waffen, Munition, Schiffe und all das, was wir uns durch Ingame, UEC erspielt haben, nicht mehr besitzen, wenn die 3.15 live geht. Wir werden das alles nicht mehr haben. Auch der Ruf wird bei dieser Gelegenheit zurückgesetzt werden. Bevor ihr jetzt aber völlig in Panik verfallt, alles, was ihr in eurem Account besitzt, also alles, was ihr geplätscht habt und auf eurem Account auf der RSI-Seite im Hangar zu sehen ist, all das behaltet ihr natürlich und all das wird sofort nach dem Vibe euch zur Verfügung stehen in der 3.15. Alles andere müsst ihr euch natürlich erspielen. CIG hat darüber nachgedacht, weil gerade eben erst das Xenothreat-Event vorbei ist, das sehr vielen Spielern natürlich auch ordentlich Geld nochmal gebracht hat und viele natürlich sich jetzt denken, warum sollte ich jetzt da so viel Zeit darin investiert haben, wenn ich jetzt doch eh alles verliere. Für die Spieler, die viel Xenothreat gespielt haben, da eine gewisse Entschädigung in Form von Ingame-UEC eventuell zu bringen. Wie hoch diese Entschädigung aussehen wird, das ist noch unbekannt. Da müssen wir uns überraschen lassen. Des Weiteren wurde näher darauf eingegangen, wie es in Zukunft mit weiteren Vibes aussehen wird, denn wir werden zwar weiterhin die Full Persistence haben, die uns erlaubt, über Patches hinweg sozusagen Reichtümer anzuhäufen in Form von Schiffen, von UEC, von Rüstungsgegenständen oder auch unseren Ruf. Jedoch wird es trotzdem so sein, dass auch in Zukunft nochmal weitere Vibes entstehen können und zwar immer dann, wenn die großen Technologien kommen, die für den Fortschritt des Spiels sehr wichtig sind. Ich spreche hier von so Sachen wie Server-Meshing, dann die komplette Full-Persistence, eben all diese Technologien, die in die Server beziehungsweise in die Datenbank direkt eingreifen. Interessant ist dabei, dass CIG für die Zukunft geplant hat, dass eventuell kleinere Zwischenvibes auch kommen können. Dazu soll allerdings unser Charakter quasi unterteilt werden in drei verschiedene Grundbereiche. Das ist einmal Ruf, das ist einmal UEC und das ist einmal die kompletten Gegenstände. Das heißt, es kann durchaus sein, dass in Zukunft mit einem Patch zum Beispiel UEC nur gewiped werden, wir all das andere aber, das wir uns erspielt haben, behalten oder der Ruf zurückgesetzt wird oder wir alle Gegenstände verlieren, aber unseren Ruf und unser Geld behalten. Wie genau sich das dann letztendlich auswirken wird, werden wir auf uns zukommen lassen, wenn es denn soweit ist. Auf jeden Fall könnt ihr euch darauf einstellen, dass mit der 3.15 ihr erstmal auf euren Hangar, soweit ihr das besitzt, was ihr im Hangar habt, eben zurückgesetzt werdet. Der Frust in der Community darüber ist natürlich zum Teil nachvollziehbar, vor allem für die, die sehr viel Zeit in das Spiel gesteckt haben und dadurch jetzt sehr viel, was sie sich erspielt haben, verlieren. Andererseits gibt es auch sehr viele, die sagen, Gott sei Dank kommt endlich dieser Vibe, denn inzwischen haben sich doch in der Datenbank sehr viele Bugs und sehr viele Daten angesammelt, die das Spiel inzwischen recht träge machen und dieser Vibe wird natürlich hoffentlich auch dazu führen, dass viele Bugs verschwinden und in Zukunft das Spiel wieder etwas flüssiger und damit auch entspannter laufen wird. Dementsprechend freuen sich auch einige darüber, dass der Vibe kommt. Ich selbst sehe das Ganze mit etwas gemischten Gefühlen. Ich denke einerseits, dass es nicht schlecht ist für das Spiel, dass der Vibe kommt. Andererseits kann ich natürlich jeden verstehen, der sehr viel investiert hat, dass der jetzt relativ frustriert ist darüber, dass er jetzt da so weit zurückgesetzt wird. Nichtsdestotrotz, wir wissen auf jeden Fall, er wird definitiv kommen mit der 3.15, das heißt vermutlich nächsten Monat. Stellt euch also darauf ein. Ich hoffe, ihr fandet das soweit informativ, was ich für euch zusammengefasst habe. Wenn euch gefällt, was wir auf diesem Channel machen, abonniert ihn, liked ihn, lasst uns einen Kommentar da. Wir freuen uns über jedes Feedback und damit wünsche ich euch noch eine schöne restliche Woche.